Ach ja, Seuchen, Kriege, Inflation. Die Welt scheint aus den Fugen. Es ist, als ob die apokalyptischen Reiter unterwegs sind. Alle fragten sich, was tun. Da rief die Weltwoche in Zürich um Hilfe. Man brauche jetzt Augenmaß und gesunden Menschenverstand. Es bedurfte nicht langer Überzeugungsarbeit. Geheimrat Goethe war bereit einzugreifen. Zu den Klängen von Rossinis Wilhelm Tell-Ouvertüre ritten wir ein, eilten wir den Eidgenossen und dem Rest der Welt zu Hilfe. Wir werden abgeholt. Vom Flughafen direkt in die Stadt. Goethe kannte Zürich. Hier hatte er sich 1775 mit dem Pfarrer Johann Caspar Lavater über Physiognomie unterhalten. Die Schweiz, deren zerklüftetes Hochgebirge ihn faszinierte, hatte er auf den italienischen Reisen durchquert. Ja, sogar eine Goethestraße hatten sie ihm gewidmet. Wir besichtigten das brandneue Hauptquartier der Zeitschrift hoch über den Zürichsee. Man beschloss dort zunächst, ein Fest auszurichten, um Goethe erneut mit Influencern und Multiplikatoren aus Kultur, Funk und Presse vertraut zu machen. Ein wunderbarer Sommerabend, alle artig herausgeputzt. Chefredaktor Roger Köppel begrüßte den Alten, ehrerbietig und dann verzückt. Irrt der Mensch, solange er strebt. Ich weiß. So, dann machte er die Runde, ich begleitete ihn. Alles kam an diesem Abend auf den Tisch. Der Erfolg von Goethe war auf einer anderen Ebene. Goethe konnte Leute unterhalten und zwar sehr gut. Wenn Sie sich mal die Gedichte anschauen, dann werden Sie merken, dass mindestens 50% dieser Gedichte Stammbucheinträge sind. Und was ich auch gut finde, muss ich sagen, das sage ich jetzt mal in meiner Funktion als Mann, dass Goethe ein so positives Verhältnis zu Frauen hatte und zur Zweigeschlechtlichkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Goethe verstanden hätte, wenn jemand ihm gesagt hätte, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Der westöstliche Divan. So, was können wir denn von Goethe lernen heutzutage? Dass er auch nur ein Mann ist. Tut mir leid, dass wir jetzt zu solchen Zwischenfällen, das kann ich jetzt nicht weiter kommentieren, aber... Es zeigte sich, dass der Alte nicht vergessen war. Alle marmorierten sie aus seinen Werken, besonders aus dem Faust. Nicht sicher zwar, doch tätig frei darin zu wohnen. Frisch das Gefilde, fruchtbar Mensch und Erde sogleich versammelt. Also wir erleben hier eine kleine Sensation. Dieser junge Mann kann den Faust auswendig. Hat das jetzt bei Wetten, das unter Beweis gestellt? Froh empfinde ich mich auf klassischem Boden begeistert. Das ist kein Kasperle, sondern ein Klassiker. Die ganze Welt ist mir vergällt. Ach, könnte ich fassen und halten ihn und küssen, wie ich wollt. An seinen Küssen nicht zergehen soll. Wir wollen jetzt nicht zu weit gehen. Matthias Matussek läuft mit einer Goethe-Figur hier herum. Was? Das ist ein Satz aus dem Faust. Unerhört. Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt. Dankeschön. Niemand weiß. Was sagen Sie denn dazu, dass die bayerischen Schulen jetzt hier unseren Meister nicht mehr im Lehrplan haben? Das ist töricht, weil in Faust 1 sehr viel steht, was wir heute genauso gebrauchen können wie damals. Meinst du, wäre der gestrichen worden, wenn der schwarz gewesen wäre? Goethe hat ein alter weißer Mann. Ja, wir werden hier dauernd von Autogrammjägern gestört. Das ist natürlich eine Sensation, dass der Geheimrat hier persönlich auftritt. Ich denke zurzeit viel an ihn, weil er ja auch bis zum Schluss gearbeitet hat. Ja. Und ich bin ja ein älterer Mensch und bin auch in der Politik aktiv. Und da kommen dauernd junge Leute und sagen, warum hören Sie nicht auf? Haben Sie nicht den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören verpasst? Da sage ich, womit soll ich aufhören? Genau. Nach ein paar Stunden spielte eine Musikantengruppe auf zum Tanz. Der Geheimrat zeigte sich dann doch erschöpft. Möglicherweise war er auch enttäuscht darüber, dass die jungen Frauen nicht mit ihm tanzen wollten. Diese jungen Dinger heutzutage, sagte er, nichts als Flausenkopf. Es wurde spät und später. Eine bunte Gesellschaft, Trinksprüche, Rufe, roter Wein und weißer Wein und wieder roter. Du bist als Schauspieler ja sicher auch mit Goethe-Texten konfrontiert worden. Richtig. Wir reiten zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Ich war besorgt, denn er hatte kaum gegessen und rief um Hilfe. Kann ich Essen haben? Genau. Hallo, Essen. Der alte kann nicht so. Hilfe!
Was machen wir aus der Tatsache, dass der Faust aus dem Lehrplan in Bayern für die Oberstufe gestrichen worden ist? Ich bin ja inzwischen der Meinung, dass diese wirkliche, schöne, großartige, überwältigende, beglückende, tröstliche abendländische Weltkultur für diese derzeitig amtierenden Schweine ja auch gar nicht mehr verfügbar sein sollte. Also ich finde, man sollte sie schon abschaffen. Ja, ja. Also sie ist ja nicht weg. Sie ist ja nicht weg. In den Giftschrank damit. Ja, sie ist ja nicht weg. Nicht? Also. Am Ende war selbst der Geheimrat, der noch früher zu den fröhlichsten und ausdauerndsten Zechern gehörte, fix und fertig. Tja, das Alter. Immerhin rund 290 Jahre. Nur mit Mühe schaffte ich es, Goethe ins Hotel zu verfrachten. Aus diesem Abend und all den Gesprächen lässt sich sagen, ja, wir haben 38 Millionen an Zusagen eingesammelt. Und zwar nicht in der Weichwährung Euro, sondern in harten Schweizer Franken. So dann die Gewissheit, Johann Wolfgang Goethe wird gebraucht. In der Kunst und in der Politik. Von uns wird noch zu hören sein.